Hey Leute, willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Horse Club Adventures von Schleich. Als ich gesehen habe, dass dieses Spiel rauskommt, habe ich mir gedacht, das muss ich auf jeden Fall spielen, denn ich habe als Kind unheimlich viele Schleichpferde gesammelt. Ich hatte sogar zu Hause immer so einen kleinen Katalog, wo ich mir angekreuzt habe, welche Tiere ich haben möchte, welche wann erscheinen, habe ich mir sogar auch in den Kalender geschrieben, wenn das da irgendwie beistand. Ja, ich habe wirklich Unmengen an Schleichtiere gesammelt und ich habe sehr viele davon noch, beziehungsweise ich habe alle noch. Diejenigen, die nicht mehr so schön sind, die Schleichtiere, die sind auf dem Speicher bei meinen Eltern. Ich habe aber auch noch ein paar schöne Modelle, die durchaus auch noch ihren Platz vielleicht als Deko sogar suchen, weil ich sie einfach immer so schön fand. Und jetzt gibt es ein PC, PlayStation und Switch Spiel, nämlich Horse Club Adventures. Für den PC könnt ihr das Ganze über Steam kaufen für 30 Euro, für die PlayStation ebenfalls für 30 Euro und für die Switch kostet das Ganze 40 Euro. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Optisch gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Wo ist denn hier? Ah, okay. Also mit der Maus ist nichts hier. Von daher würde ich euch empfehlen, entweder es mit der Tastatur zu spielen. Ich glaube, einen Controller könnt ihr auch anschließen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Mit E auswählen. Okay, Musik, Soundeffekte. Ich mache mal vielleicht die Musik ein bisschen runter, die Soundeffekte ein bisschen höher. Ich hoffe, das passt so. Bildschirmmodus rahmenlos. Vollbild. Hoppala. So. Gut. Und dann ab in ein neues Spiel. Wir haben 3 Speicherplätze zur Verfügung. Können jetzt erstmal uns erstellen. Körperfarbe, wenn ich da mal wieder von mir ausgehe, dann würde ich sagen. Boah. Ah, okay, ich kann mit der Maus rotieren. Alles klar. Ja, nee, so dunkel bin ich eigentlich auch nicht. Jetzt ist das Licht doch gerade sehr hell. Ich wäre so ein Mittelding aus den beiden. Ich wäre aber lieber so. Dann nehme ich lieber die Farbe. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich mich so komisch anhöre, ich bin eben erst aufgestanden. Wir haben es gerade 7 Uhr in der Früh. So, wir haben hier unterschiedlich relativ wuschelige, voluminöse Frisuren. Also ganz ehrlich, so ein Volumen hätte ich gerne mal in den Haaren. Deswegen glaube ich tatsächlich, würde ich wahrscheinlich mich hier für den Zopf entscheiden. So, Farbe. Okay, wenn ich das jetzt so sehe, würde ich glaube ich... Also die Farbe ist es auf jeden Fall. Aber vielleicht würde ich doch wieder... Oh nein, stopp. Ich glaube, wir nehmen doch eher die Farbe. So, ja, Helm auf jeden Fall. Wer Hirn hat, schützt es. Ich bleibe, glaube ich, auch bei dem schwarzen. Wobei hier zu diesem Outfit finde ich auch den braunen Helm sehr, sehr schick. Muss ich sagen. Das gefällt mir auch sehr gut. Warum nicht, ne? Augenfarbe. Ja, es ist natürlich braun bei mir. Wobei die braunen... Ich habe ein sehr dunkles Braun. Da würde ich vielleicht tatsächlich sogar schwarz nehmen. Ich glaube, das kommt an meiner normalen... Meiner Augenfarbe kommt es, glaube ich, wenn ihr das mal so seht, ein bisschen ähnlicher. So, wir können rosa auswählen. Grün, schwarz, weiß. Also ich finde gelb eigentlich ganz cool. Gelbes Top, gelbes Tanktop. Wir haben noch unterschiedliche Sachen, die wir im Laufe des Spiels freischalten. Ich finde das aber eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Ja, Hose können wir dabei bleiben. Dunkelbraun, beige. Ich würde sagen, wir bleiben bei beige. Und die Stiefel. Schwarz geht natürlich auch. Ginge auch. Aber ich glaube, wir bleiben hier wirklich bei dem Braun. Ich finde es cool. Mir gefällt es so. So. Und jetzt haben wir hier unser Pferd. Und ich muss ehrlich sagen, ja, es ist überbaut, ne? Aber ich finde es optisch eigentlich echt hübsch. Also klar, natürlich, man sieht, dass es ein Spiel für Jüngere ist. Aber ich finde es total süß. Wir haben noch nicht so viele Farben freigeschaltet. Wir haben diese paar
Punkte, so ein Tigerschecken oder halt wirklich Blanko, hätte ich fast gesagt. Auch hier haben wir einige Farben noch nicht freigeschaltet. Scheint so, als ob wir da im späteren Spielverlauf noch weitere Farben dazu bekommen. Ja, braun oder schwarz? Der Rappe ist natürlich auch sehr schick, ne? Wobei da dann natürlich die anderen Klamotten besser gepasst hätten. Wir gucken mal ganz kurz hier bei der Farbe durch. So, wir haben hier diese Blümchen. Wir haben das hier mit den Bändchen in der Mähne oder mit den Federn. Oh, mit den Federn, das finde ich toll. Die Zöpfe komplett Standard oder die Schleifchen. Oh Gott, Einhorn. Oh nein. Ich finde das mit den Federn total toll. Das finde ich gut. Windfarben wäre quasi auch möglich. Accessoirefarbe. Ja, schwarz fällt jetzt halt nicht so wirklich auf. Würde ich ja wirklich blau oder weiß nehmen? Lass uns erstmal beim Schweif noch durchgucken. Ich bin mir sowieso auch immer noch nicht so ganz sicher bei der Pferdefarbe. Da würde ich dann... Da würde ich dann den normalen Schweif nehmen, glaube ich, oder? Oder ein so einen Zopf rein. Das hier erinnert mich an Alicia Online. Ein so einen Zopf könnten wir reinmachen. Satteldecke. Oh, kariert! Ich liebe karierte Satteldecken. Das hätte ich gerne in Rot. Guck mal hier, Gelb können wir auch nehmen. Das ist so ein richtig... Das ist so ein Ocker. Das ist so ein etwas vanilleriges Gelb, hätte ich fast gesagt. Wobei die mir, glaube ich, doch fast in der Farbe so besser gefällt. Sattel gucken wir. Da können wir eh noch nichts auswählen. Wir können nur noch was an der Farbe stellen. So, jetzt will ich aber noch mal gucken, wegen der Pferdefarbe. Die Deppel scheinen immer schwarz zu sein. Ja, da machen wir doch ein schwarzes Pferd mit schwarzen Deppels. Haha. Ah, okay, da hat es dann weiße Deppels, ja. Ich weiß es aber noch nicht, ob ich den Rappen haben mag oder den braunen. Also, ich glaube, ich tendiere erstmal zum braunen. Dann möchte ich aber den Schweif noch anpassen von der Farbe. Nehmen wir den helleren oder den dunkleren? Wir nehmen den dunkleren. Und dann nehmen wir das gelbe Haargummi rein, sag ich jetzt mal. Nee, wisst ihr was? Dann stimmen wir das alles ab. Dann machen wir es alles so ein bisschen. So. Wie nennen wir ihn denn mal? Er sieht aus wie so ein Indianer-Pony. Oder sie. Wie nennen wir ihn denn mal? Das ist jetzt wieder schwierig. Oh, ich habe wieder Probleme. Boah. Okay, gibt mindestens 3 Zeichen ein, ohne eckige Klammern oder... Oh, wie nennen wir ihn denn mal? Es passt jetzt zu Indianer-Pony, aber ich finde, es passt zur Farbe. Er ist jetzt ein Cookie. Ich hätte ihn auch Chocolate nennen können. Psst. Achso, das war das. Ich dachte, es kommt irgendwie... Aber vielleicht kommt auch noch ein Intro. Willkommen bei Horse Club Adventures. Mit Sprachausgabe. Endlich wieder Sommer hier in Lakeside. Und das heißt, es sind Ferien. Meine Eltern, Caroline und Oliver Kramer, haben den Lakeside-Pferdehof wie jedes Jahr auf die Saison vorbereitet. Auch meine Schwester Mia hilft mit, wenn sie nicht gerade mit ihrem Pony Spotty Unsinn macht. Ich bin übrigens Hannah Kramer.
Gemeinsam mit meinen Freundinnen Sarah, Sophia und Lisa freue ich mich schon riesig auf die Ferien. Da haben wir viel freie Zeit, die wir am liebsten mit unseren Pferden verbringen. Aber dieses Jahr werden die Ferien besonders toll. Sarah hat uns erzählt, dass eine Schulfreundin mit ihrem Pferd zu Besuch kommt. Nämlich du. Und wir wollen viel mit dir unternehmen. Wir haben uns schon überlegt, was wir dir alles zeigen möchten. Und das ist eine ganze Menge. Wir möchten dich auf jeden Fall auf Smoothies und Muffins ins Cups and Saddles Café einladen. Den Strand entlang reiten. Die Aussicht beim Steinkreis genießen. Bei Granny in der alten Mühle vorbeischauen. Dem alten Anton einen Besuch abstatten. Und noch so viel mehr. Hoffentlich bleibt da noch genug Zeit zum Trainieren. Jedes Jahr am Ende der Ferien findet das Rennen um den Lakeside Cup statt, für das Lisa schon jetzt fleißig trainiert. Und wer weiß, welche Abenteuer uns sonst noch erwarten. In Horse Club Adventures. Ja, los geht es, los geht es. Ja, ich bin echt mal gespannt. Ich finde das optisch auf jeden Fall sehr, sehr süß. Heute bringen meine Eltern mich und mein Pferd Cookie nach Lakeside und ich bin schon sehr aufgeregt. Ich war noch nie dort, aber Sarah, meine frühere Schulfreundin, ist vor einiger Zeit hierher gezogen. Am Telefon hat sie erzählt, dass sie hier tolle Freundinnen gefunden hat, die sie mir vorstellen möchte. Das werden bestimmt super Ferien. So, und jetzt können wir uns schon frei bewegen. Wir können mit der Maus, können wir die Kamera steuern. Mit WASD können wir laufen. Wir können auch mit der Leertaste springen. Und da stehen sie schon. Sie glitzert. Wie Sarah. Hi Cuddy, schön dich wiederzusehen. Ich freue mich schon auf die gemeinsamen Ferien. Die werden sicher toll. Das ist Hannah. Ihren Eltern gehört der Lakeside-Reiterhof. Sie hat mir alles hier gezeigt, als ich vor einem Jahr hergezogen bin. Hi Cuddy. Sarah hat uns schon von dir erzählt. Komm, ich zeig dir den Reiterhof. Er wird dir sicher gefallen. Warte noch. Hannah wird dir eine Menge erzählen. Ich habe als Willkommensgeschenk ein Notizbuch für dich, Cuddy. Hier kannst du immer nachsehen, was du gerade tun wolltest und was du schon alles getan hast. Du findest es im Pausenmenü. Viel Spaß. Dinge, die einem gesagt werden, wenn man auf den Reiterhof kommt. Dein Notizbuch findest du im Pausenmenü. Oh, es sieht echt süß aus. Ganz ehrlich, sowas hier als MMO. Oh, guck mal, der Hund, das sieht aus wie ein Border Collie. Kann ich mich auch hinhocken? Ich glaube nicht. Sowas als MMO wie Star Stable wäre auch mega cool. Das ist unser Haus. Hier wohnen meine Mama Carolyn, mein Papa Oliver und meine Schwester Mia und ich. Solange du in Lakeside bist, wohnst du auch hier bei uns. Und das ist Mia. Sie wollte dich auch noch kennenlernen. Hallo. Ist ein bisschen schüchtern. Ja, schieb mich einfach mal weg. Glaube ich's denn? Pickup von Leibniz. Not sponsored. Hier ist die Koppel. Im Sommer stehen da immer alle Pferde. Dein Pferd Cookie wurde heute nach der Reise aber erstmal in den Stall gebracht. Woher ich den Namen von Cookie kenne? Meine Eltern haben eine Liste von allen Pferden im Stall, auch von denen, die nur zu Besuch hier sind. Übrigens, Cuddy, das hier ist Mrs. Jacobs. Sie liebt Pferde genauso wie wir und ist früher auch geritten. Ihr gehört Mystery, auf der ich immer reiten darf. Es ist schön, dass du und Mystery euch so gut versteht, Sarah. Hallo, Cuddy, freut mich, dich kennenzulernen. Ich kann immer wieder Hilfe gebrauchen, also wenn du zwischendurch Zeit hast, frag mich einfach. Wir haben immer sehr viel Spaß dabei, Mrs. Jacobs zu helfen. Das stimmt. Wollen wir weiter, Cuddy? Ich möchte dir noch viel zeigen. Dum, 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 dum. Warum habe ich eigentlich so helle Haare? Eigentlich dachte ich doch, ich hätte dunklere gewählt. Ups. Eieiei, direkt mal verbockt. Dum, 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 dum. Ah, guck mal, da steht Cookie. Ja, Hannah möchte uns noch was zeigen. Ja komm, das lassen wir uns noch von ihr erzählen. Das ist die Pflegestation. Hier kannst du Cookie striegeln und die Hufe auskratzen.
Wenn die Hufe sauber sind, können Pferde ein bisschen schneller laufen. Das Striegeln macht die Pferde natürlich nicht schneller, aber ihr Fell ist danach immer so schön. Cayenne liebt es, gestriegelt zu werden. Boah, also immer Hufe auskratzen, das ist wichtig. Sowieso. Und hier ist das Trainingsgelände. Da kannst du Reiten und Springen üben, wenn du willst. Jetzt kennst du eigentlich alles Wichtige auf dem Lakeside-Reiterhof. Ah, Tom und Cookie sind ja auch schon da. Hi Tom, das ist Cuddy. War Cookie brav? Hi Hannah. Hi Cuddy. Ja, Cookie ist ein tolles Pferd. Ich muss mich aber schon wieder an die Arbeit machen. Viel Spaß euch beiden beim Reiten. Hey Cuddy, ich habe eine Idee. Warum reitest du nicht jetzt gleich hier mit Cookie eine kurze Runde? Keine Angst, ich erkläre dir alles, was du wissen musst. Prinzipiell eine sehr gute Idee. Hier haben wir das Trainingsgelände. Schwierigkeit erstmal ganz einfach. Ich glaube, weiterstellen kann ich noch nicht. So, aber, hoppala, ich würde mich erstmal von euch verabschieden. Und, ja, die erste Folge dann gleich schon mal rennen. Oh, hallo, hallo. Dass ich die euch heute Mittag schon zeigen kann, weil ich muss ja gleich auch auf die Arbeit. Also ihr Lieben, ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr süß, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Ich werde euch die Links zu den unterschiedlichen Shops auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Seid ihr eher noch so ein bisschen, okay, das sieht schon sehr für Kleine aus. Es ist ja wirklich, ist ja vom Stil her sehr für Jüngere gemacht. Oder sagt ihr trotzdem, hey, ich bin total gespannt, was das Spiel alles bringt. Oder habt ihr vielleicht auch selber Schleichpferde gesammelt oder sammelt ihr noch? Ich bin gespannt. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Morgen kommt die nächste Folge. Tschüss!